Hamburg. Ist gut. Vielen Dank. Dankeschön. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Das ist so. Ich möchte Sie gleich von Anfang an doch emotional einbinden. Ich werde öfter Dinge sagen wie früher, als ich jünger war und seit ich älter bin. Und Sie sind herzlich eingeladen, darauf wie folgt zu reagieren, dass vielleicht die Älteren bei dem Satz früher, als ich jünger war, so ein erinnerungsgetränktes machen. Und die Jüngeren bei dem Satz, seit ich älter bin, so ein bedauerndes. Ich überlasse das natürlich Ihnen, ob Sie das machen oder nicht, möchte es aber einmal proben. Früher, als ich jünger war. Nein, falsch. Ich habe es doch nur gerade erklärt. Es ist doch noch keine 30 Sekunden her. Also nochmal. Früher, als ich jünger war, die Älteren. Ha, seit ich älter bin, die Jüngeren. Also, seit ich älter bin. Früher, als ich jünger war. Das waren doch dieselben, oder? Machen Sie, was Sie wollen. Ich bin ja jetzt 51. Ne? Langsam. Sie haben es ja wohl gelesen. Ende letzten Jahres. Richard Gere, 50, wurde vom US-Magazin People zum Sexiest Man Alive. Ja. 50 ist der Mann. Das heißt, ich bin um ein schlappes Jährchen an dieser Auszeichnung vorbeigeschrammt. Und nicht nur, dass meine Altersklasse die aktuellen männlichen Sexsymbole stellt. Es ist auch das Alter der Männer an den Schalthebeln der Macht. Ne? Prinz Charles, er hier. 50. Joschka Fischer, 50. Gerhard Schröder, 50. Bill Clinton, 52, glaube ich. Ich hätte mir als Kind nie träumen lassen, dass ich einmal fast so alt sein würde wie der Präsident der Vereinigten Staaten. Ja, ja auch nicht. Ne? Die sind ja 6 Stunden zurück, glaube ich, in Washington. Ne? Sitzen vielleicht jetzt beim Mittagessen. Vielleicht sagt Hillary gerade in diesem Moment zu ihm, wusstest du, dass der Lippe ein Jahr jünger ist als du? Gerade am Beispiel von Clinton und Schröder kann man ja sehr schön die Unterschiede zwischen amerikanischer und deutscher Lebensart studieren. Ne? Schröder raucht seine Zigarren. Und während Clinton alles nagelt, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist, geht ja Schröder immer den Dienstweg. Ne? Heiratet stur jede Frau, die er kennenlernt. Über unseren alten, dicken Helmut, ne, liest es, man kann ja viel gegen ihn sagen, klar, aber diese Geschichte mit Monika Lewinsky, das hätte ihm nicht passieren können. Stellen Sie sich doch mal vor, nein, tun Sie das nicht. Nehmen Sie nur mal an, Helmut Kohl wäre beschuldigt worden, eine Praktikantin hätte sich oral... Sie soll es sich doch nicht vorstellen. Oral an ihm zu schaffen gemacht. Es hätte ihm doch wirklich jeder geglaubt, wenn er gesagt hätte, ich habe nichts gesehen.
Trotz Clinton muss man sagen, normalerweise lässt, wenn man älter wird, das Interesse am Sex nach. Nicht völlig, aber man ist einfach nicht mehr so wild dahinterher. Oder lassen Sie es mich in der Fußballersprache sagen. Wenn der Ball auf mich zukommt, okay. Dann stoppe ich ihn und verwandle. Aber ich gehe keine weiten Wege mehr. Man hat einfach andere Sorgen, ne? Das Gewicht. Wissen Sie, woran Sie merken, dass Sie Übergewicht haben? Wenn Sie nach dem Essen den obersten Knopf der Hose aufmachen wollen. Und er ist schon auf. Was auch zunehmend im Alter ist, das Interesse an Medikamenten und der Platz, den die im Koffer einnehmen, wenn man verreist. Nicht? Gerade ich versuche ja immer optimal in Form zu sein für mein Publikum. Ich nehme also sehr viel Medikamente. Ich kombiniere auch. Und da müssen Sie aufpassen. Wenn Sie Medikamente kombinieren, ist die Wirkung nicht immer exakt vorhersagbar. Wenn Sie zum Beispiel ein Barbiturat, ein Schlafmittel, mit einem Laxativum kombinieren, einem Abführmittel, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Die anderen können es sich in der Pause erklären lassen. Was der Arzt auch empfiehlt, wenn man älter wird, ist das regelmäßige Einlegen von Alkoholpausen, damit die Leber regenerieren kann. Und das ist nicht einfach in dieser Gesellschaft. Im Gegenteil, es ist richtig schwer. Egal, wo man hinkommt, immer heißt es, komm, wir saufen ein. Nein, ich möchte nicht. Wieso denn nicht? Es bekommt mir nicht. Mir auch nicht, komm, wir saufen ein. Das wird nicht akzeptiert. Da heißt es, komm, ich habe doch Geburtstag oder wir haben uns so lange nicht gesehen. Ja, ich trinke aber nicht. Komm, ein Gläschen. Nein, wirklich nicht. Eine Schorle. Nein. Ein Schlückchen. Nein. Ist so schrecklich, diese Drängelei. Das gibt es ja auf anderen Gebieten auch nicht. Wir sagen doch auch nicht beim Essen. Was möchtest du essen? Fisch? Nein, Fisch bekommt mir nicht. Komm, einen halben. Oder möchten Sie mit mir schlafen? Nein, bitte nicht. Kommen Sie, 5 Minuten. So, jetzt möchte ich Ihnen gerne meine Big Band vorstellen unter der Gesamtleitung von Mario Hene. Ja, Big Band werden jetzt einige sagen. Big Band, ein Mann. Ja, ich habe die anderen alle rausgeschmissen. Es hat sich gezeigt, Mario kann auf diesem Wunderding, was er da hat, sämtliche Instrumente alleine spielen. Wie heißt das Teil noch? Ist ein Guitar to Musical Instrument Digital Interface Converter. Was ich sag, ne? Wenn ihn also heute nach Klavier sein sollte. Vielleicht sagen Sie auch ja. Vielleicht sagen Sie auch, nö, Streichinstrumente mache ich nicht. Ja, Klavier wird gestrichen. Meist schwarz. Vielleicht mögen Sie ja Klarinette. Ich sehe Ratlosigkeit auf einigen Gesichtern, auf anderen gar blankes Misstrauen. Sie denken vielleicht hier, der hat da in dem schwarzen Kasten zwei Lilliputaner. Ne? Die rennen immer hin und her und stecken die passenden Kassetten rein. Es ist wirklich live gespielt. Was hast du als nächstes vorgesehen? Trompete. So, und die Lieder können sich aussuchen. Rufen Sie mal Titel von Kinderliedern, die Sie mögen.
Hänschen klein? Ja, was? Teletubbies. Können wir nicht. Hänschen klein, bitte nur klassisches Material. Fuchs, du hast die Gans gestohlen? Alle meine Entchen. Dann machst du mal ein schönes Medley jetzt. Da wäre Stefanie Hertel jetzt ganz schön ins Grübeln gekommen. Sie würde sagen, ja, er bläst auch nicht, aber er zupft wenigstens. Könntest du eigentlich auch mehrere Instrumente auf einen Haufen? Klar. Wenn ich jetzt sagen würde, hier mach mal Bamberger Symphoniker, Wagner, Ring der Nibelungen? Ja. Mach mal. Was war das denn? Der Schluss. Ich sag, alter Komiker, Mario. Ist schon 60. Das sieht man auch, ne? Das kommt vom Rauchen. Der raucht wie ein Bekloppter. Der raucht sogar zwischen zwei Zigaretten. Manchmal glaube ich, er bumst nur noch wegen der Zigarette danach. Er heißt auch gar nicht Hene, das ist ein Künstlername. Er heißt in Wirklichkeit Anna, Marihuana. Ich sage immer noch besser als Nese, Marionese. Er findet die Gags nicht so prall, aber ich bin ja der Chef. Wir haben uns bei unserem gemeinsamen Hobby kennengelernt, Esoterik. Ja, das machen viele alte Leute. Und da haben wir schon, ja, da haben wir schon sehr viel zusammen erlebt. Was haben wir alle gemacht? Bachblütentherapie, angstfreies Töpfern. Was noch? Urschreiber, toll. Urschreiber auch schön, ja. Und auch Heilfasten bei abnehmendem Mond. Wärst du da auch bei? Nee, aber besser wäre das. Du willst aber nicht behaupten, ich bin dick? Vielleicht sind deine Beine ein bisschen weit hinten. Dankeschön. Vielen Dank. Es reicht. Ich möchte das nicht mit jemandem diskutieren, der, wenn er zwei Bauchnabel mehr hätte, als Blockflöte gehen könnte. Ich habe nämlich exakt dasselbe Gewicht wie John Wayne. Mit Pferd? Es ist jetzt gut. Der ja für Männlichkeit steht. Für Durchhalten, und genau darum geht es im ersten Lied. Das ist ein Durchhaltelied, das ist für diejenigen gedacht, die jetzt schon pinkeln müssen, obwohl die Pause noch in weiter Ferne ist. Halte aus, altes Haus, höre, wie der Dichter spricht. Es kann schlimmer werden, aber besser nicht. Du hängst auf den Bahamas in der Hängematte rum. 10 Bahama-Mamas oben ohne um dich rum. Erst reichen sie Ananas, dann reichen sie dich rum. Du sagst, du bringst dich irgendwann vor Langeweile um. Halte aus, altes Haus, höre, wie der Dichter spricht. Es kann schlimmer werden, aber besser nicht. Du führst seit vielen Jahren schon die Hitparaden an. Groupies hängen gruppenweise gröhlend an dir dran. Sie bieten dir ganz unverhüllt die kaum erblühten Leiber.
Clinton hätte Spaß, doch du stehst leider nicht auf Weiber. Halte aus, altes Haus, höre, wie der Dichter spricht. Es kann schlimmer werden, aber besser nicht. Ich gefressen habe, Vegetarier. Haben wir welche hier? Zeig sie mal auf, bitte. Eine? Ja, die anderen wahrscheinlich schon zu schwach, um noch die Hand zu holen. Und bitte, ich meine jetzt nicht die lieben Leutchen, die einfach gerne Gemüse essen, dieses tun und andere zufrieden lassen. Die meine ich nicht. Ich rede von diesen, wie soll ich sagen, Vegetarieristen. Deren einzige Lebensaufgabe darin zu bestehen scheint, uns alles fressern. Und als solches ist der Mensch von der Schöpfung nämlich konzipiert, den Fleischgenuss zu vermiesen. Und es ist Quatsch, was Sie sagen. Ich meine, fürs Tier kommt es wirklich auf selber raus, ob wir es töten oder ihm das Futter wegfressen. Und dann diese Welle, die die immer machen im Restaurant. Ne? Herr Ober, sagen Sie, ist das auch wirklich eine Gemüsebrühe? Nicht, dass Sie da Fleischbrühwürfel verwendet haben. Wissen Sie, ich bin Vegetarier. Ich esse kein Fleisch. Die rauchen ja auch alle nicht. Ne? Und wenn ich mir mal eine anmache nach dem Essen, dann geht es aber ab. Ich sage dann immer, schön! Wissen Sie was? Mich bringt er um und ich mache auch nicht so ein Trara. Und vielfach sind diese Leute ja auch militante Tierschützer. Die quatschen einem beim Italiener noch in die Thunfischpizza rein. Sie Thunfisch essen. Ist lecker. Denken Sie denn nicht an die Delfine, die in den Netzen mit verenden? Esse ich mit, sind auch lecker. Aber die sind doch so süß. Wieso ist ein Delfin süßer als ein Thunfisch? Nur weil er keine Fernsehserie über einen Thunfisch gibt. Intelligent. Wenn die so intelligent sind, was machen die dann in den Netzen? Bitte. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch. Ich bin wahnsinnig tierlieb. Ich bin selbstverständlich gegen Tierversuche für die kosmetische Industrie. Die brauchen wir nicht. Ich weiß auch so, dass ein Pitbull mit Lippenstift scheiße aussieht. Ich habe jetzt eine sehr interessante Statistik gelesen. Und zwar stand da, 84% der Frauen, die häufig bis regelmäßig den Orgasmus vortäuschen, sind Vegetarierinnen. Und ich habe erst lange überlegt, wie hängt das denn zusammen? Aber dann wurde es mir klar, diese Frauen haben natürlich eine psychische Blockade. Sie sagen sich, nein, ich lasse es nicht zu, dass so ein Stückchen Fleisch mir so einen Spaß macht. Also täuschen Sie den Orgasmus vor. Denn das macht eine Frau ja nicht, wie viele Männer meinen, um uns eine Freude zu machen.
Im Gegenteil. Eine Frau täuscht den Orgasmus vor, um einen Vorgang abzukürzen, der ihr keinen Spaß macht. Nehmen wir mal an, der Mann hat die Frau so an den Ohren. Und stupse mit dem Kopf immer so ins Kissen. Ne? Gibt's ja. Kennen Sie nicht? Doch. Und die Frau denkt, völlig zu Recht, lieber Gott, mach, dass dieser Hirni mit dieser Scheiße aufhört. Also täuscht sie den Orgasmus vor. Oder so ähnlich. Ja, nur, der Mann, dieser Depp, natürlich Vegetarier, zieht doch die völlig falschen Schlüsse daraus. Der denkt doch, hey, hey, hey. Wenn ihr dann schon so einen Spaß macht, hau ich hier beim nächsten Mal den Kopf auf den Nachttisch. Jetzt ist der Moment da, dem viele wahrscheinlich schon entgegengefiebert haben. Wir werden zum ersten Mal gemeinsam musizieren. Jede Musikrichtung weiß um das ungeheuer gemeinschaftsstiftende, mystische dieser Aktionen. Es gibt ja kein Rockkonzert, wo nicht irgendwann der Sänger an die Rampe käme und sagte, come on, clap your hands! Come on, everybody, clap your hands now! Clap your hands! Hey, hey, hey! Das machen wir natürlich nicht. Es ist ja kein Rockkonzert. Es ist ja ein kammermusikalischer Abend mit literarischen Untertönen. Wir sind an der Schnittstelle von Linguistik und Semiotik und behandeln jetzt das Phonem als Semantem von hoher emotionaler Relevanz und kathartischer Effizienz. Und Sie sollen jetzt Onomatopoeme wiederholen. Das sind lautmalende Wörter, die Sie am Schluss einer jeden Strophenzeile finden. Ich mache mal ein Beispiel. Als Ausdruck höchster Seligkeit kennt man bei Vögeln Piep. Nicht? Dieses Piep, was Sie auch aus anderen Zusammenhängen kennen, ist ein lautmalendes Wort. Und das sollen Sie jetzt wiederholen, und zwar im richtigen Timing. Das ist nicht einfach. Wir haben ja hier einen jambischen Siebenheber mit einem Hebungsprall am Ende, wo die beiden Längen aneinander stoßen. Das haben Sie ja schon gemerkt. Wir probieren es mal. Sie wiederholen mal das Piep. Als Ausdruck höchster Seligkeit kennt man bei Vögeln Piep. Erstmal ganz lieben Dank an die fünf. Vielleicht können Sie jeder noch zwei andere überreden, mitzumachen. Ne? Dann wären wir schon zu 16. Und dann noch ein kleines Missverständnis mit Wiederholen, meinte ich jetzt, dass Sie das alle auf einmal wiederholen, nicht einzeln. Ich werde doch Heiligabend erwartet unterm Bäumchen. Wir machen es normal und ich gebe Ihnen Zeichen, das wird wohl das Beste sein. Als Ausdruck höchster Seligkeit kennt man bei Vögeln Piep. Piep. Genau. Ne? Denken Sie an nur lautmalende Wörter und nur in der Strophe. Der Mensch macht gern Geräusche, das kommt so aus ihm raus. So drückt er die Gefühle und auch sich selber aus. Wenn man etwas Schönes sieht, macht man schon mal oh. Oh. Sieht man einen nackten Mann, macht man schon mal boah. Oh. Wenn man etwas einsieht, macht man gern aha. Und wenn etwas lustig ist, da macht man ha, ha, ha. Ja, wenn etwas lustig ist, da macht man ha, ha, ha. Wunderbar. Nicht nur der Mensch macht Töne, auch die Natur lärmt rum. Es keckert, hechelt, fiebt und brummt und Bäume fallen um. Na.
Nein. Ist doch kein lautmalendes Wort. Und das war doch auch nicht die Strophe. Schön aufpassen. Wirkt die Frau den Motor ab, machen Männer Hup. Nach zwei Tellern Bohnensuppe machen Männer Hup. Hab ich was gesagt? Da konnten sie es nicht abwarten, ne? Mm-mm. Trifft der Sänger keinen Ton, machen alle Buh. Und wenn etwas lustig ist, dann macht man Juhu. Ja, wenn etwas lustig ist, dann macht man Juhu. Die Englein hoch im Himmel beharken ihre Zitter. Macht Petrus mal ein Bäuerchen, dann nennt man das Gewitter. Können Sie sehen, wohin pflanzliche Ernährung führt. Wenn die Katze Futter will, macht sie leis Miau. Will der Mann ein kühles Bier, ruft er zärtlich Frau. Das klappt immer am besten. Drückt man sich in Pickel aus, machen alle Ii. Und wenn etwas lustig ist, dann macht man Hi-Hi-Hi. Und wenn es ganz doll lustig ist, dann macht man auch Pipi. Ja, wie? Ja, das müssen wir leider wiederholen, ne? Und wenn etwas lustig ist, dann macht man Hi-Hi-Hi. Und wenn es ganz doll lustig ist, macht man sogar Pipi. Eigentlich schade, dass die Nation jetzt denken wird, Hamburger Publikum zu blöd, um Pipi zu machen. Eigentlich schade. Ne Mensch macht gern Geräusche, das kommt so aus ihm raus. Und wenn ihm etwas gut gefällt, dann spendet er Applaus. Wenn man älter wird, die Jüngeren werden das feststellen, dann braucht man weniger Schlaf und dafür träumt man intensiver. Ich träume die tollsten Sachen. Ich habe letztens mal geträumt, ich mache Urlaub in den Emiraten, ne, wo oben ohne verboten ist, und ich liege am Pool und so mir schräg gegenüber ein junges Mädchen, ganz schlank, mit einem winzigen Busen, ne, also wirklich nur mundvoll. Da kommt aber sofort so ein Bademeister in Burnus und Turban und sagt, sie soll sich bedecken. Ne? Wurde so sauer, sagt, das ist doch lächerlich, der Typ da drüben hat dickere Titten als ich. Ich hätte es auch lustig gefunden, wenn sie nicht mich gemeint hätte. Und dann habe ich einen Lieblingstraum, den träume ich bestimmt 2-3 Mal im Monat. Ja. Und zwar ist es, ich stehe im Park und füttere Eichhörnchen mit Nüsslein. Ich mache nur und schon kommen sie. Es ist gar nicht das Geräusch eines Eichhörnchens. Aber die Eichhörnchen wissen, es ist das Geräusch, das Menschen machen, die Eichhörnchen mit Nüsslein füttern wollen. Ne? Deshalb kommen sie, wenn man macht. Ich stehe wieder im Park mit meinen Nüsslein. Ne? Und mache und unweit an einem Baumstumpf saßen zwei Mäuslein.
und beobachteten uns. Und ich konnte verstehen, was sie sagten. Das eine Mäuslein sagte zum anderen, oh, wenn wir Haare am Schwanz hätten, würde man uns auch füttern. An dieser Stelle wache ich immer tränenüberströmt auf. Und nehme mir jedes Mal fest vor, nie im Leben eine Mausefalle zu benutzen. Es ist so gemein. Überlese mal. Was ist das Letzte, was das Mäuslein denkt, wenn es vor der Falle mit dem Käse sitzt? Es denkt doch, oh, es gibt ja doch jemand, der uns auch füttert. Das ist doch fast, als wäre Mutter Beimer für den Oscar vorgeschlagen. Nee, und sie säße in diesem Saal zitternd vor Erregung, und dann fiele wirklich ihr Name und sie stürzt auf die Bühne und greift nach der Trophäe und der Moderator haut sie ihr auf die Birne. Schrecklich. Schrecklich. Und dann, gut, das ist jetzt eine Berufskrankheit von mir, ich träume mich häufiger in uralte Witze hinein. Heute Nacht habe ich geträumt, ich sitze mit Copperfield in der Sauna. Ne? Und wir reden so über das Zaubern. Er fragt, wie läuft der Laden? Ich so, ja. Geht die Tür auf, kommt Jörg Haider rein. Ne? Hat mich zum Glück nicht erkannt. Ne? Aber Copperfield sagt, hey, Copperfield. Copperfield, ja. Sagt Haider, Sie haben ja hier nichts an und keine Requisiten. Könnten Sie hier auch zaubern in der Sauna? Ja, das ist sicher, sagt er. Dann würden Sie für mich zaubern hier? Ja. Jetzt so? Ja. Okay, komm. Stehen Sie mal auf, bücken Sie sich mal, ne, sagt Copperfield zu Haider. Sehen Sie meinen Daumen? Ja. Den ramme ich Ihnen jetzt hinten rein. Ja, ja, sagt Haider. Sagt Copperfield, spüren Sie meinen Daumen? Ja, schauen Sie. Und hier habe ich noch zwei. Das... Das ist sehr alt, obwohl ich den Eindruck habe, für Sie. Aber was das Schöne an diesem Witz ist, Hamsen, ja. Das Schöne an dem Witz ist, den werden Sie ja nun morgen alle erzählen auf Arbeit. Ne? Und ab diesem Moment sind Sie ja eine In-Group. Ne? Und immer wenn dann jemand Außenstehendes kommt, der den nicht kennt, dann brauchen Sie und die anderen nur so machen. Das schweißt zusammen. Das ist schön. Bei jeder Gelegenheit, ne? Kirche, Friedhof. Feine Sache. Dankeschön. Wir zaubern. Das heißt, mein Freund Mario zaubert. Der war viele Jahre in Indien als Kamasutra-Lehrer tätig. Gibt auch heute noch bisweilen Privatstunden, ne, in seinem Hotelzimmer. Das ist dann ein Privatstunden-Hotelzimmer. Und er hat außer einigen hochinteressanten, ansteckenden Krankheiten noch etwas aus Indien mitgebracht. Den wohl berühmtesten Zaubertrick der Welt. Den weltberühmten indischen Saaltrick. Er wird ihn gleich zeigen. Ich darf dabei helfen. Brauche im Vorfeld von einem seriösen Herrn aus ihrer Mitte per Zuruf den Namen einer allgemein als erotisch anerkannten Frau. Verona. Ja. Verona Feldbusch, ne? Ja. Weitere Vorschläge? Inge Meisel. Sag mal, wie sind Sie denn drauf? Haben Sie auch ein Ausklappfoto von ihr im Spind? Also, Verona, Inge Meisel, wer noch? Shania. Shania who? Twain? Ja. Ja. Merkel.
Angela Merkel, ja? So ein merkwürdiges Völkchen heute. Sind Sie ganz sicher? Oh, lass uns mal weiterhören, das kann ja heiter werden. Heller von Sinnen, yo. Wer? Kornikova, Anna Kornikova. Ja, das ist doch noch ein Kind. Gut, wir nehmen Verona, die nehmen wir jeden Abend. So. Achten Sie ausschließlich auf Mario. Der weltberühmte indische Salttrick. The world famous Indian Rope Trick. The loser version. Verona Feldbusch. Verona Feldbusch. Verona Feldbusch. Verona Feldbusch. Verona fällt nicht ins Auge. Verona Feldbusch. Verona Feldbusch. Angela Merkel. Magic. Mario. Früher habe ich auch noch immer diesen Zauberstab dazu benutzt. Aber da haben die Menschen in der ersten Reihe sich so erschreckt. Und seitdem mache ich das natürlich nicht mehr. Ne? Ja. Obwohl es schade ist, weil die Menschen in den Reihen dahinter hatten immer einen Mordsspaß. Ne? Wenn die vorderen... Aber kann man ja nicht machen, ne? Das wäre ja... So. Während ich jetzt das erste in einer langen Reihe aufwendiger Showkostüme für Sie anlege, lassen Sie sich von Mystic Mario, kurz Müma, ins Reich der Träume entführen. Es gibt Neuigkeiten von Peter Maffay. Wie immer angekündigt von Helge Schneider. So, jetzt kommt ein total witziger, hochaufgeschossener, ja, fast leuchtturmartiger, blutjunger Spund und sagt den Peter Maffay an. Ja, ich darf das nicht mehr. Der Peter hat sich da letztes Mal so aufgeregt. Und wenn der Peter sich aufregt, wenn er so außer sich gerät, so extrovertiert, dann sieht er immer aus wie Rumpelstilzchen. Und dann kommt das Schlimmste, dann kriegt er einen Herzkasper und der Notarzt kann die beiden nicht unterscheiden. Das ist sehr schlimm. Und deswegen macht das heute ein anderer. Ein anderer Kollege, der Rüdiger Hoffmann. Ja, hallo erstmal. Ich weiß gar nicht, ob Sie ihn wussten, aber Peter Maffay ist ja ein Künstlername. Er heißt eigentlich Meta Puffay.
Und hat früher, so in den 50er Jahren, ja, Country-Songs gesungen, so für Trucker in Bierzelten, bis zu diesem furchtbaren Unfall, wo er beinahe in einem Maßkrug ertrunken wäre. Ja. Er hat das auch gleich eingesehen. Ja. Und macht da jetzt nur noch Musical, ne, wo es diese kleinen Sektgläschen gibt. Und da kann er sich ja dann so an den Rändern. Aber heute ist er da mit einem brandneuen Country-Song. Hier ist Peter Maffay. Hallo Freunde. Dankeschön. Ich freue mich auch. Dankeschön. 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 Hier ist ein Song über eine Hupe. Die Hupe. Dankeschön. Die Hupe ist für den Trucker oft der einzige Freund und Gesprächspartner auf den langen Strecken. Ich habe meine erste Hupe immer dabei. Das ist sie. Meine erste Hupe. Es ist keine x-beliebige Hupe. Es ist eine ganz besondere Hupe. Freunde, es ist meine erste Hupe. Wir sind fast gleich alt. Und genau gleich groß. Dankeschön. Diese Hupe hat meinen Gesangsstil entscheidend geprägt. Das werde ich hier nie vergessen. Und deshalb habe ich hier dieses Lied gewidmet. Das heißt, erst geschrieben und dann gewidmet. Es ist ein Lied, Freunde, über eine Hupe. Über diese Hupe. Diese meine erste Hupe. Und es trägt den Titel Die Hupe. Freunde, wer mich kennt, weiß, ich bin kein Freund vieler Worte. Dankeschön. Aber, Dankeschön. Aber bevor ich dieses Lied für euch singe, Freunde, dieses Lied über die Hupe, möchte ich, dass ihr alle einmal Tut für mich macht. Auf drei. Eins, zwei, drei. Okay. Damit beherrscht ihr 75% des Refrains. Und jetzt möchte ich eure Feuerzeuge sehen. Was ist? Alles nicht noch? Wahrscheinlich auch Vegetarier. Hä? Tu, 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 wozu ist die Hupe gut? Tu, 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 dazu, dass man Hupen tut. Wer eine Hupe hat, der ist wirklich frei. Hupen hebt, wer Hup, der lebt. Hupen macht mich high. Schon Vater war ein Trucker, man nannte ihn das Horn. Er blies jeden Highway frei, wo Vater war, war vorn. Wozu ist die Hupe gut? Jetzt alle. Tu, tu, tu. Dazu, dass man Hupen tut. Tu, tu, tu. Hupen tut so gut. Ich war mal Leichenbagger.
da gab es sofort Krach. Und meine Hupe Marke Jericho wurde mal ein Fahrgast wach. Von Frauen bin ich nur enttäuscht, ich spreche nicht gern davon. Da kann man drücken, 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 es kommt kein einziger Ton. Tu, 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 wozu ist die Hupe gut? Tu, 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 dazu, dass man Hupen tut. Meine lieben Schafe. Letztens war ich in einem Pornokino und ich war entsetzt. 8 Mark für einen Eimer Popcorn. Das war natürlich ein Scherz, meine Schafe. Ich würde niemals Popcorn essen, wegen der Figur. Lasst mich euch eine Frage stellen. Wie viele Heiden braucht man, um eine Glühbirne zu wechseln? Keine, denn sie leben in ewiger Finsternis. Ich werde oft gefragt, Hochwürden, liebt Gott nur Katholiken? Und ich sage immer, nein, er liebt alle Menschen. Er liebt Juden, Moslems, Protestanten, Hindus. Er zieht vielleicht Katholiken vor. Das mag sein. Aber er liebt alle Menschen. Er liebt diesen Herrn mit diesem wunderbaren grünen Jackett. Er liebt diese junge Dame da vorne. Er würde sie vielleicht noch mehr lieben, wenn sie einen Büstenhalter trüge. Letztens, meine Schafe. Meine Schafe. War ich auf einer Priesterfortbildung in Las Vegas mit der West-LB. Und ich stehe vor einem dieser Spielautomaten und sehe 1 Million Dollar im Jackpot. Ich hätte vielleicht nur eine einzige Münze einzuwerfen brauchen und hätte 1 Million gewonnen. Ich habe es nicht getan, meine Schafe. Ich habe an die Zukunft gedacht. Wenn wir Priester eines Tages vielleicht doch noch einmal heiraten dürfen? Und ich würde es natürlich sofort tun. Und am Morgen nach der Hochzeitsnacht würde meine Frau dann fragen, na, wie war's? Und ich müsste sagen, ja. War okay. Aber kein Vergleich mit damals in Las Vegas, als ich diesen Jackpot geknackt habe. Oh. Ist das in grün? Wa?
Mario, was hattest du nochmal genau zu diesem Polizisten gesagt, der dich angehalten hat, als du besoffen gefahren bist? Schieß dich in den Sack und stirb tanzend. War die Verhandlung schon? Ja. Ja und? Er ist freigesprochen worden. Ach so. Das führt uns eigentlich zum nächsten Thema. Ein Mann sitzt in einer Kneipe und tut das, was ihm laut Schöpfungsplan ins Stammhirn graviert ist. Er begehrt eine Frau. Aber er traut sich nicht, sie anzusprechen. Also trinkt er Alkohol. Jetzt traut er sich. Aber er kann nicht mehr sprechen. Dieser Mann ist natürlich Vegetarier. Ne? Denn die Brüder vertragen ja auch nichts. Wir werden jetzt gemeinsam ein Protestlied singen. Eine flammende Anklage gegen die zerstörerischen Auswirkungen des Alkohols auf das limbische System des Mannes. Das Tolle ist, Sie werden gemeinsam mit Mega Mario, kurz MEMA, die Rhythmusgruppe bilden und ich werde den Text dazu rappen. Aber jetzt nicht hier so Hardcore-Hip-Hop, 169 Beats per Minute. Eher so eine Art Rumpel-Rap für ältere Interpreten. Ja. Und ganz wichtig, am Ende des Refrains singe ich immer Auwei, auwei, auwei. Und dann wäre es schön, wenn Sie singen Auwei, auwei, auwei. Haben Sie einen Unterschied bemerkt? Ja. Ah. Bei mir geht es hinten hoch, bei Ihnen geht es hinten runter. Wir machen es mal. Auwei, auwei, auwei. Auwei, auwei, auwei. Supi. Und jetzt dachte ich mir das so, dass vielleicht die Herren so einen Schnipper machen und die Damen so einen kleinen Klatscher. Also abwechseln natürlich. Machen wir mal. Schnipp, Klatsch, Schnipp, Klatsch. Und je nachdem, wie ich jetzt drauf komme, kann es sein, ich sage kann, dass ich möglicherweise zu tanzen beginne. Das hängt aber von der Intensität ab, die mir von Ihnen entgegenschwappt. Das ist zu wenig. Ich will mehr. Give me more. Kommen Sie, Sie wollen hier 90 Kilo bewegen. Nur noch ein bisschen Gummi hier. Ja, 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 ja. Gleich. Ja, 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 ja. Geil, ne? Nach den meisten Mixgetränken kann ich nur das eine denken. Alkohol setzt Kräfte frei. Auwei, auwei, auwei. Auwei, auwei, auwei. Himbeergeist mit Weizenschrot nehme ich sehr gern zum Abendbrot. Verlasse dann beschwingt das Haus und gebe mich als Bischof aus. Im Bordell sprach ich erst neulich etliche der Damen heilig. Nach den meisten Mixgetränken kann ich nur das eine denken. Alkohol setzt Kräfte frei, auwei, auwei, auwei. Auwei, auwei, auwei. Sekt mit Rum und frischen Feigen wächst in mir der Wunsch zu zeugen. Ich weise dann die Oberin auf diese Möglichkeiten hin. Reagiert sie nur sehr knapp, blasen wir die Sache ab. Nach den meisten Mixgetränken kann ich nur das eine denken. Alkohol setzt Kräfte frei, auwei, auwei, auwei. Speziell bei meiner lieben Frau, die macht mich nächsten Tag zur Sau. Kommen wir jetzt zum
zweiten großen Thema, kann man sagen, des heutigen Abends nach den Vegetariern. Männer und Frauen und die Unterschiede. Ich habe neues, faszinierendes wissenschaftliches Material für Sie zusammengetragen. Ein Unterschied liegt in der Sprache. Männer sprechen völlig anders als Frauen. Vor allem sprechen Männer anders über Frauen als Frauen über Frauen. Kann also gut sein, dass ein paar Männer zusammensitzen, womöglich ein wenig alkoholisiert, und sinngemäß über eine ebenfalls im Raum befindliche Frau äußern: Ey, guck mal, die mit den dicken Tüten, die geht bestimmt ab wie ein Zäpfchen. Das ist entsetzlich. Ich weiß es, aber ich kann es nicht ändern. Ich habe die Welt nicht gemacht. Männer sprechen manchmal so. Auch ihre Frau hier, Erda. Männer sprechen auch so anders miteinander. Wenn mich ein Kumpel anruft, dann ist das völlig normal, wenn der sagt: Ey Jürgi, du perverse alte Mistratte, wie läuft's denn so? Frauen machen das scheinbar nicht. Also, zumindest habe ich meine Frau am Telefon noch nicht sagen hören: Hallo Doris, du verkommenes altes Saufloch, wie geht es dir? Ich denke, man kann sagen, Männer sind sprachliche Kraftmeier. Aber tief drin, im Herzen, da sind sie weicher als Frauen. Auch viel sensibler. Und vor allem sehr viel wehleidiger. Was, puh, kommt Jungs, ihr wisst es doch. Wenn uns nicht gut ist, wollen wir schon, dass die Welt es erfährt, oder? Und vor allen Dingen wollen wir nicht, dass irgendjemand das ganze tragische Ausmaß unserer Erkrankung womöglich herunterspielt. Ich bin doch keine Ausnahme. Wenn ich leicht erkältet bin, dann kann man mich sehr treffen, wenn man fragt: Bist du erkältet? Erkältet. Hör mal, wenn du mir eine 5-Minuten-Terrine um den Kopf setzt, die ist aber in 2 Minuten fertig. Oh. In die Nase läuft Marathon. Ich hab sie jetzt mit Komponentenkleber dicht gemacht. An einem Lösungsmittel wird noch gearbeitet. Aber es muss ja weitergehen. Ist schon so. Ich denke, Männer machen einfach mehr Aufhebens um ihre Wehwehchen. Ne? Nicht? Okay, Sie nicht. Nee. Gut. Wenn Männer die Tage kriegen würden. Ja, Sie glauben doch wohl nicht, dass wir uns mit einer schlichten Always Ultra begnügen wollen. Wir hätten eine halbe Matratze in der Hose, damit es jeder sieht. Hey, Herbert, was ist los? Hast du wieder die Tage? Gib mir bloß mich, du. Wo glaubst du, letzte Nacht habe ich gedacht, ich verblute. Und die Guste liegt neben mir im Bett und pennt, als ob nichts wäre. Ich sag, Guste, sag ich, werd wach, fahr
Leichnam Krankenhaus. Ich brauche eine Bluttransfusion. Aber genau so. Und unsere Tampons. Ja, die hätten wir doch nicht unauffällig im Handtisch. Da hätten wir doch einen eigenen Golfsack für. Ich habe einen Heidenrespekt vor Müttern, aber wirklich. Ich meine, so ein Kind, kann man sagen, hat ja die Größe eines Fußballs. Ne? Wenn ich mir vorstelle, ich hätte einen Fußball aus meinem Körperinneren. Durch eine sehr enge, nennen wir es Passage, unter größten Schmerzen ans Licht der Welt gebracht. Ich würde diesen Fußball nie wiedersehen wollen. Nicht mal am Wochenende. Also, wenn Männer schwanger werden könnten, so viel steht fest, dann könnte man in jedem Kaufhof an der Schuhbar abtreiben. Natürlich. Ja. Aber zum Glück geht es ja nicht. Ne? Schon wegen der Bundesliga. Ja, überlegen Sie mal. Hast du gelesen, Basler ist schwanger? Schon wieder? Männer sind auch wie Kinder. Wenn wir mit unseren Freunden spielen, kommen wir nie rechtzeitig nach Hause. Hm? Zu Hause haben wir erzählt, Schatz, ich bin spätestens um 12 Uhr da. Wann kommen wir? Irgendwann im Mai. Das ist aber kein böser Wille. Es ist einfach so, wann immer zwei oder mehr Männer zusammensitzen, geht das Gefühl für Zeit verloren. Ne? Und wenn wir überhaupt anrufen aus der Kneipe, dann sagen wir auch nicht, Schatz, ich sei nicht böse, es ist so nett heute, es wird ein bisschen später. Nein. Es geht anders. Mausi, hab sie geweckt. Weißt du, sie wollte vor Stunden schon zu Hause sein. Aber der Rudi, der hat so Probleme. Der braucht unbedingt Angst zum Ausquatschen. Und ich sitze hier auf glühenden Kohlen und stell mir vor, wie schön das wäre, ich jetzt bei dir im Haierbettchen. Meinst du, ich beeile mich auch ganz toll. Hab's dich lieb. Und dann kommt man. Kommt man zum Tisch zurück, ne, und die anderen Jungs sagen, na, was ist? Hat sie gemeckert? Oh, ich hab gesagt, ich kann mich am Arsch lecken. Obwohl Männer normalerweise nicht zur Unwahrheit neigen. Nein, ein Mann würde zum Beispiel nie einen Orgasmus vortäuschen. Ne? Erstens aus ethischen Gründen. Und zweitens bräuchten wir einen Special-Effekt-Mann im Schlafzimmer. Ein Mann würde höchstens einmal flunkern, um der geliebten Partnerin unnötigen Schmerz zu ersparen. Nicht, wenn zum Beispiel die hochschwangere Frau fragt, liebst du mich? Aber natürlich, mein Buckelchen. Wirst du mich immer lieben? Aber selbstverständlich, mein Buckelchen. Bin ich für dich die aufregendste Frau der Welt? Nein, die sitzt in Köln. Ich bitte Sie.
Welcher Mann würde das tun? Man muss einfach im Interesse der Beziehung manchmal die Wahrheit ein bisschen formen. Wenn meine Frau mich auf der Straße fragt, sag mal, findest du die Frau da hinten attraktiv? Ja, da sag ich doch nicht, aua, hallo. Ich bin ja nicht bescheuert. Ich sage natürlich, Schatzi, wo denkst du hin? Ich hasse schlanke Brünette mit Brüsten, auf denen man Nüsse knacken kann. Sagen Sie auch niemals, meine Herren, ich wiederhole niemals einen Satz wie, also die Katja Riemann ist wirklich eine tolle Schauspielerin. Oh. 3 Jahre später. Sie sitzen beim Essen und sagen, Schatzi, gib mir bitte Salz rüber, der Hackbraten ist ein bisschen fad. Du kannst ja Katja Riemann fragen, ob du verdient hast. Ich habe das Gefühl, Frauen haben einfach einen emotionaleren Angang an das, was wir oft so salopp Realität nennen. Ich gehe ja in einen ökumenischen Frisiersalon. Ja, wo Männer und Frauen bedient werden. Da sehe ich ja die Frauen, wie sie warten, ne, mit diesen Staniolhäubchen, wo sie die bunten Büschel rausgucken, ne, wie die Aliens sehen sie aus. Und da lösen sie doch immer in diesen Frauenzeitschriften diese Psychotests. Ne? Bin ich ein aufregendes Wesen? Und dann macht man doch so Kreuzchen, so Kästchen. Ne? Nin, 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 gucken Sie hinten die Lösung nach. Ne? Und ändern vorne alles wieder um. Ja. Und was auch sehr putzelig ist, wenn man im Kino ist. Die Vorstellung hat schon begonnen und eine Frau muss nochmal auf die Toilette. Dann ist sie anschließend nicht in der Lage, ihre Sitzreihe wiederzufinden. Meiner auch nicht. Und da hört man doch immer dieses gebrüllte Flüstern, ne? Jürgen! Ja, ich melde mich nicht. Ne? Nein, ich habe keine Lust, dass die Leute denken, dass ausgerechnet meine Frau zu blöd ist, ihre Reihe wiederzufinden. Und ich bin ja nicht der einzige Mann, der so denkt. Ne? Ständig laufen ja 5, 6 Frauen den Gang rauf und runter. Jürgen! Stefan! Und ein Mann, Sascha! So, jetzt kommt ein Lied. Das ist so schön. Das könnte Sie emotional aus der Kurve tragen. Wenn Sie gerade in diesem überaus schwierigen Stadium der frisch Verliebtheit sein sollten, wo man ja nur an diesen einen Menschen denken kann. Und er nimmt das ganze Sinnen, Trachten, Fühlen ein. Jetzt kann dieser Mensch heute aber nicht da sein. Er sitzt nicht neben Ihnen. Neben Ihnen sitzt Ihre Frau. Oder ihr Mann, ist ja egal. Ne? Wenn Sie dann zu Überreaktionen neigen, dann kann es sein, dass das Lied für Sie zu viel ist. Wenn das so ist, Sie kennen sich ja selber am besten. Dann nehmen Sie bitte jetzt vorher Tempotuch in den Mund, um diese trockenen Schluchzer ein bisschen zu dämpfen. Ne? In schweren Fällen, Sie zum Beispiel, ne? Nehmen eine Familienpackung. Hm. Dankeschön.
Ich würde mir Knöpfe an die Backe nähen, stundenlang im Schneesturm stehen. Wenn ich wüsste, du guckst zu, ich würde Mosel und Zambesi staunen, Mike Tyson vor die Glocke hauen. Ja, ich wüsste, was ich tu, wenn ich wüsste, du guckst zu. Ich würde den Turm von Pisa gerade rücken und unserem Papst eine Mütze stricken, wenn ich wüsste, du guckst zu. Ich würde die Eiger Nordwand tapezieren, gäb ein Konzert auf zwei Klavieren. Ja, ich wüsste, was ich tu, wenn ich wüsste, du guckst zu. Ich würde dir jede Zwiebel schälen, an aller Seelen laut krakeln, wenn ich wüsste, du guckst zu. Ich würde dir Münzen mit dem Munde prägen, auf allen Wegen vor dir fegen. Ja, ich wüsste, was ich tu, wenn ich wüsste, du guckst zu. Oh, my darling, I love you. Doch du guckst ja nicht, du dumme Kuh. Das ist schön. Der Mensch ist zu so wahnsinnig tiefen Gefühlen fähig. Liebe, Hass, Sodbrennen. Zu den schillerndsten Phänomenen im emotionalen Bereich zählt sicherlich die Wahrnehmung extremer Temperaturen. Nicht, wenn Sie gerne chinesisch essen, dann wissen Sie, in China-Restaurants ist es allgemein üblich, lange bevor die Schüsseln mit dem Essen kommen, glühend heiße Teller vor den erwartungsfrohen Gast zu setzen. Und obwohl der Kellner immer sagt, hol dich, ich heiß. Immer sagt er das, es nützt aber nichts. Denn der Vorgang löst einen bedingten Reflex aus. Man muss einfach selber nochmal hinlangen und das Ding zurechtrücken. Wenn das Essen kommt, ist der Teller längst kalt. Aber die Brandblasen erinnern uns noch wochenlang an den schönen Abend. Ganz toll ist natürlich extrem hohe Hitze im Mund. Und dabei sind besonders tückisch Speisen, bei denen eine Teighülle einen fast flüssigen heißen Kern umschließt. Denken Sie in der Pizzeria an diese Calzone, diese Klapppizza oder auch gebackener Camembert, kann schön sein. Oder bei McDonald's die heiße Kirschtasche. Das Schlimme ist nämlich, diese äußere Hülle kühlt relativ rasch ab und täuscht so unsere prüfenden Lippen. Und die signalisieren jetzt dem Stammhirn, okay, fettig machen zum Zubeißen. Und jetzt ergießt sich die ca. 600 Grad heiße Füllung in unsere mit etwa 4 Millionen Nervenenden ausgekleidete Mundhöhle. Von diesem Augenblick an wirkt der Mensch nicht mehr sonderlich souverän. Denn statt, dass wir einfach dem Filialleiter die Kacke aufs Hemd spucken, gehen wir in eine halbe Rumpfbeuge
Der Mund öffnet sich in der trügerischen Hoffnung auf die Schwerkraft. Die Arme machen eine Mischung aus Joe Cocker und Herbert von Karajan. Der Rachenraum produziert den Soundtrack zu Exorzist 11. Die Augen treten etwa einen Meter aus ihren Höhlen und suchen den Raum nach Kühlflüssigkeit ab. Wir entdecken ein Kind mit einer großen Cola. Entreißen sie ihm. Dabei bleibt aber der Strohhalm in seinem Mund zurück, während es weinend wegläuft. Jetzt ist ja noch der Deckel drauf. Bei dem Versuch, ihn abzureißen, zerdrücken wir das Teil, setzen dabei eine ältere Mitbürgerin komplett unter Wasser, die daraufhin mit ihrer Gehhilfe auf uns einschlägt. Denn wir wirken ja immer noch nicht besonders vertrauenerweckend. So viel zur heißen Kirschtasche von McDonald's. Lassen Sie mich noch rasch ein ganz kleines Urlaubserlebnis anfügen von meinem allerersten Frankreich-Urlaub. Ich sprach damals kein Wort Französisch, nahm nach einer langen Fahrt in der Nähe von Lyon ein Zimmer in einem kleinen, sehr alten Hotel. Ich stehe in der kleinen, sehr alten Duschkabine, blicke wohlgefällig in meinem Körper herunter. Damals konnte ich das noch. Und es gab keine Handbrause. Nur eine fest installierte Überkopfdusche und zwei Hähne. Auf dem einen stand F, auf dem anderen C. Gut, heute weiß ich, wissen wir alle, ne? F, froid, kalt, C, chaud, warm. Damals dachte ich, C, das wird Englisch sein, ne? Cold. Und F, ja, da hat er Französisch verschrieben. Farm. Ich drehe also Farm auf und stehe in einem Schwall eiskalter brauner Brühe, sie oft aus alten Rohrleitungssystemen, die lange nicht benutzt worden sind, kommt. Eiskalte braune Brühe und auf der Stelle zog sich Louis XIV, mein Sonnenkönig, gekränkt in sein Jagdschlösschen zurück. Ich sah ihm lange nach. Und es schien, als luge er vorwurfsvoll zu mir empor, so als wolle er sagen, zu bekloppen! Ich regelte uns beiden also jetzt aus F und C eine angenehme Temperatur zusammen, stehe da so drunter. Plötzlich höre ich irgendwo von nebenan das Geräusch einer Klospülung. Und was ich nicht wusste, war, dass dieser Vorgang in dieser alten französischen Rohrleitung meiner Wohlfühlwassermischung binnen Nanosekunden den kompletten Kaltwasseranteil entziehen würde, sodass ich unter brauner Lava stand. Was ich auch nicht wusste, war, dass französische Klospülungen zumindest damals etwa 25 Minuten arbeiteten. Was ich weiter nicht wusste, war, dass die Duschkabinen-Schiebetür, die von außen nur klemmte, von innen gar nicht zu öffnen war. Ich wusste nur eins.
Ich wusste nur... Du hast nur eine Hand, um diese beiden Hähne zu schließen. Denn mit der anderen Hand... musste ich, so gut es eben ging, den Sonnenkönig schützen. Denn das wusste ich, wenn ich ihn verbrühen würde, dann hätte ich ein Problem. Denn ich würde in diesem fremden Land, dessen Sprache ich nicht beherrschte, niemanden zum Pusten überreden können. Danke. Danke sehr. Gibt es unter Ihnen Menschen, die beabsichtigen, sich in naher Zukunft zu binden? Wenn ja, nehmen Sie einen väterlichen Rat von mir entgegen. Bevor Sie sich binden, sollten Sie unbedingt einige Male miteinander schlafen. Und damit meine ich nicht Sex haben. Ich meine schlafend die Nacht miteinander verbringen. Man lernt sehr viel über dieses andere Wesen. Zum Beispiel, dass es in der Lage ist, seinen Körper in einer anatomisch an und für sich undenkbaren Kurve so zu positionieren, dass dem schwächeren Partner, also mir, in einem King-Size-Bett mal gerade eben so eine Ritze bleibt. Das ist der sogenannte Bettlandräuber. Tauchen wir ein in die Wunderwelt der Geräusche. Manche Menschen schmatzen nur einfach so. Sag mal, was hast du da, eine Pizza oder was? Andere schnarchen. Meine Frau schnarcht so laut, dass sie manchmal von ihrem eigenen Schnarchen wach wird. Das ist aber sehr selten. Normalerweise werde nur ich wach. Jeder Mensch hat ja seine eigene Schnarchdramaturgie. Bei meiner Frau fängt es meist mit dem sogenannten Fliegenfänger an. Dann kommt die Phase, wo sie nur einatmet. Etwa 20 Minuten. Und ich werfe mich auf sie, rüttele sie und schüttele sie. Du sollst ausatmen. Wirst du wohl ausatmen? Es ist nicht die Sorge, dass sie vielleicht platzen könnte. Nein, ich habe Angst zu ersticken, weil sie sämtlichen Sauerstoff im Raum absorbiert. Irgendwann atmet sie dann aus. Ja, es klingt dann, als ob so ein Luftballon wegfliegt. Ne? Bip. Dann hat sie noch ein paar hochinteressante Imitationen gängiger Haushaltsgeräte. Hm? Oh, was sie ganz toll kann, ist dieser Absauger vom Zahnarzt. Den kennen Sie doch auch, ne?
Also da bin ich dann richtig ein bisschen stolz auf Sie. Aber irgendwann, so gegen 4, falle ich in einen unruhigen Schlaf. Bis zu diesem Zeitpunkt war Ihr akustisches Wahrnehmungsvermögen komplett lahmgelegt. Von dem Moment an, wo ich schlafe, hört sie plötzlich 3 Meter unter der Erde einen Maulwurf kacken. Fährt hoch. Hast du das Auge gehört? Hast du das Auge gehört? Und sie. Und wissen Sie, was sie noch macht? Sie klaut Bettdecken. Und dagegen gibt es keinen Schutz. Ich kann mir das Plümo an den Hintern tackern. Sinnlos. 6 Uhr werde ich wach. Nackt. Frierend. Die Olle. Das Schlimmste ist, ich weiß genau, was sie am Morgen sagen wird. Boah, aber da habe ich geschwitzt, die Nacht. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere an den wundesten Punkt meiner Kindheit, Udo Lohmeier. Und Lieder machen ist immer so ein bisschen Selbsttherapie auch. Und so sind einige Erlebnisse mit dem kleinen Arschloch zu einer unglaublich traurigen Ballade geronnen. Ich selbst verliere beim Vortrag regelmäßig die Fassung. Mario auch. Ja. Es wird Ihnen nicht anders gehen, warum auch. Erleben Sie zum ersten Mal in der Geschichte der Rockliteratur Song vor Udo Lohmeier. Als Kind hatte ich oft einen Traum. Ich saß ganz allein auf meinem Lieblingsbaum. Da kam der doofe Udo aus dem Nachbarhaus und ließ mir die Luft aus beiden Fahrradreifen raus. Und da gab es was, das wünschte ich mir so sehr. Hätte ich nur ein Luftgewehr, dann wäre das gar nicht schwer. Und Udo hätte auch ein Loch im Schlauch. Jahre später, bei mir wuchs da der erste Pflaum. Ich saß mit Gabi unter meinem Lieblingsbaum. Da ließ der doofe Udo plötzlich seinen Dackel frei. Ob Bosheit oder Eifersucht, es ist einerlei. Er zwickte sie ins Bein, ich höre Gabi heut noch schreien. Hätte ich nur ein Luftgewehr, dann wäre das gar nicht schwer. Und Udo hätte selbst ein Loch im Pelz. Thank you.
Sie haben jetzt etwas Gelegenheit für Applaus. Ich bin heute weit, weit weg von meinem Lieblingsbaum, dafür in meiner Lieblingsstadt, in meinem Lieblingsraum. Angefüllt mit Männern und Kindern, natürlich Frauen, die alle voller Freude lachend auf mich schauen. Bis auf Sie dahin. Sie haben nicht einmal gelacht. Und ich hab schon wiederholt gedacht, hätte ich nur ein Luft. Tschüss, vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ist das eine Jacke? Das ist ja wohl ein Knaller, eh? Ich habe sie vor, ich glaube, 24 Jahren geschenkt bekommen. Damals schlotterte sie. Und jetzt sitzt sie doch wie eine zweite Haut, eh? Das ist ja schon fast wie Naturdarm. Ich glaube, es ist noch geiler, wenn ich sie ein bisschen zumache, oder? Wichtig ist mittig. Ne? Der Fassschluss muss mittig sein, sonst ist alles zu spät. Ja, so. Ich habe mir gedacht, das ist die richtige Strickjacke für Hubert Lippenblüter, den letzten Junggesellen des Sauerlandes, den ich ja seit vielen Jahren immer mal wieder im Programm habe. Er hat halt noch nie so eine geile Jacke gehabt. Ne? Und das Sauerländische kennt ja kein Sch. SCH ist immer Sch. Hm? Also, Schnorcheln bedeutet Schnorcheln. Mehr brauchen Sie nicht zu wissen. Hubert Lippenblüter selbst, wie gesagt, Junggeselle in den mittleren Jahren, Postbeamter im gehobenen Schalterdienst. Und er ist ein wahnsinnig witziger Mensch. Immer ein Spruch, immer gut drauf, irre positive Ausstrahlung. Ein richtiger Winner-Typ. Letzten Urlaub war ich schnorcheln. Schnorcheln ist eng verwandt mit Schwimmen. Und das kann ich nicht. Jetzt fragen Sie sich vielleicht, wieso geht einer schnorcheln, wenn er nicht schwimmen kann? Erstens suche ich schon von Natur aus immer die extreme Herausforderung. Und zweitens war das alles die Schuld von Husemanns Willi, der das Sportgeschäft hat. Der hat uns nämlich vom Kegelclub aus bequatscht da für diesen Schnorchelclub in Sizilien. Sagt er, das sind die Malediven Europas. In Wirklichkeit wollte er nur seine scheiß Schnorchelausrüstung an den Mann bringen. Und ich sah noch, Willi, sag ich, erinnere dich an vor 3 Jahren, wo du mich zum Skifahren belabert hast. Ja, und was war? Gleich die erste Schussfahrt, zack, ein Bein gebrochen. Sagt der Hubert, das war nicht dein Bein. Das war der Bein von Freien Liesenkötter, die du über den Haufen gefahren hast. Ich sage, Willi, sag ich, darum geht es doch gar nicht. Entscheidend ist doch, dass deine Urlaubsvorschläge immer zu Personenschaden führen. Na gut, ich habe mich breitschlagen lassen.
finde mich inmitten von den anderen Schnorchelschüler in diesen, hier, wie heißt es, na, Mittelmeer wieder und blicke den Seemannstod in feuchte Auge. Und weit und breit, keine Pamela Anderson. Nicht mal Frauen Liesenkötter. Die konnte nicht mit, die hatte deine Nieren. Ja, da heißt es auch schon, Maske auf. Und ich will das Ding so umschnallen, ne, sehe ich, wie die anderen alle in ihre Maske so reinspucken. Und ich denke, ist wohl eine von den Maßnahmen, die im Ernstfall Leben retten können. Ne? Nur ist es ja so, wenn ich auf einem Gebiet kein Fachmann bin, neige ich bei der Nachahmung eher zu Übergenauigkeit. Ich also so eine gute Viertelstunde in diese Maske reingespuckt, ne? Ja, das Ding war, wollen wir mal sagen, so drei Viertel voll. Ne? Ja, dann habe ich sie aufgesetzt, ne? Ja, das war vielleicht eine Sauerei, ne? Wo ich da auch vereiterte Nebenhöhlen hatte. Ich hatte doch in meiner Begeisterung gar nicht mitgekriegt, wie die anderen ihre Masken alles schön wieder ausgespült haben. Ja gut, jetzt hatte ich sie einmal auf, ne? Ja, nun wurde ja auch schon der Schnorchel installiert. Der Schnorchel hat ein unteres Ende, was in den Mund kommt, und ein oberes Ende, dessen Aufgabe es ist, unter alle Umstände aus dem Wasser zu gucken. Das ist sehr wichtig. Dann sagte Husemanns Willi noch, Hubert, sagt er, leg dich ganz flach auf das Wasser. Er hat Gesicht in Meeresgrunde zugekehrt und dann gleichmäßig durch den Schnorchel atmen. Der Salzgehalt des Wassers gibt dir den nötigen Auftrieb, sodass es dich trägt. Mach ja sein. Ich hatte jedenfalls unter jedem Arm einen Schwimmring. Und arbeite mich so durch die Malediven Europas. Genieße die faszinierende Unterwasserwelt. Ne? Paar olle Seegräser, leere Bierdosen, einzelne Badelatschen. Ab und zu kam ein Stück Bildzeitung vorbei. Ne? Gefolgt von ein paar Fetzen Klopapier. Naja, war toll. Ja, und dann kam dieser Fisch. Wahrscheinlich war es eine stinknormale Ölsardine. Ne? Aber unter Unterwasserbedingungen wirkte er wie Moby Dick Junior. Und er kommt ganz dicht vor meine Maske. Und ich sage, hau ab! Das hat er aber nicht gerafft. Obwohl er mir ja offensichtlich auch was sagen wollte. Ne? Nachdem wir so eine Zeit lang aneinander vorbeigeredet hatten, bewegt sich das Meeresungeheuer plötzlich meinen Körper entlang abwärts und gerät aus meinem Gesichtsfeld. Und ich hatte das Gefühl, ihm unbedingt mit den Augen folgen zu müssen, um die Situation unter Kontrolle zu behalten. In diesem Augenblick geriet mein oberes Knorchelende unter Wasser. Und das war nicht gut. Denn jetzt war
mein nächster Atemzug ein Wasserzug. Ein Lungenzug voll trübe Salzlake. Und es sollte nicht bei dem einen bleiben. Denn was macht ein Mensch mit Wasser in der Lunge? Er hustet. Und was macht der Mensch, bevor er stark hustet? Er holt tief Luft! Und das war wieder nicht gut. Denn jetzt geriet ich in Panik. Fing an rumzuzappeln, verlor meine Schwimmringe und begann umgehend zu ertrinken. Und ich höre noch, wie Husemanns Willi ruft: Hubert, ganz ruhig. Und ich denke noch so: Willi, denke ich so, du blödes Arschloch. Ich soll hier also ganz ruhig absaufen, oder was? Und es ist ja ganz eigenartig, was einen Ertrinkenden in seinen letzten Sekunden so durch die Birne geistert. Ne? Ich versuchte, eine Rechenaufgabe zu lösen. Und zwar wollte ich rauskriegen, was Fräulein Liesenkötter, wenn ich sie damals geheiratet hätte, jetzt, wo sie ja Witwe werden würde, bei Erreichen der Altersgrenze, zusammen mit ihrer und meiner Pension an monatliche Nettobezüge hätte. Ich kam auf einen Betrag von 38.000 Mark. Ja, das war natürlich der Todeskampf. Da möchte ich Sie mal rechnen sehen. In der Zwischenzeit hatte Stratenkötters Jakob, unser Postbusfahrer, mich weiträumig umschwommen, hatte sich in meinen Rücken vorgearbeitet, packte mich von hinten um die Hüften und stellte mich auf die Füße. Sie hatten doch wohl nicht im Ernst angenommen, dass ich in tiefem Wasser schnorchele, wo ich nicht schwimmen kann. Falls jemand eine kaum gebrauchte Schnorchelausrüstung kaufen möchte, kann er sich an mich wenden. Der untere Teil von dem Schnorchel ist allerdings abgebissen. Love and Peace. Ich bin der Kalle, wa? Ich schreibe gerade ein Buch. Die ersten beiden Sätze habe ich schon. Wollen Sie mal hören? Gut. Auf den ersten Blick sah es aus, als ob der Mann schliefe. Aber als ich genauer hinsah, bemerkte ich, dass man ihm aufgeschlitzt und an den Kronleuchter gehängt hatte. Das war gut, wa? Mit so einer Art Liebesroman. Haben Sie schon mal LSD gegen Kopfschmerzen genommen? Sie gehen nicht weg, aber sie kommen in Stereo. Nee, ich bin ja von den illegalen Drogen völlig ab, wa? Seit ich die legalen Drogen entdeckt habe. Ich war letztens im Krankenhaus, Kleiner. Kosmetischer Eingriff, war Brustverkleinerung. Und da kriegt man ja vorher ein sogenanntes Sedativum. Das ist ein Drogencocktail,
der Ihnen die Welt mit anderen heitere Ohren sehen lässt. Aber das ist ein Brenner, das Stöffchen. Als Dormikum, schreiben Sie sich das auf. Fahren Sie Ihren Arzt oder Apotheker danach. Es ist keine Betäubung. Es soll nur gute Laune machen. Für den Weg von Zimmer zum OP. Aber Oberküsschen, ja? Ich habe schon Ihnen eine Liste der Organe gemacht, die ich nicht unbedingt brauche. Sie, ich kam in eine derartige Bombenstimmung in diesen OP an, ja? Ich sah zu die Brüder, los Jungs, nehmt Hammer und Nagel, macht ein Billy-Real aus mir. Und es ist gut, dass man so drauf ist. Weil sonst würde man sich nämlich klar machen, was da in Wirklichkeit abgeht. Man liegt kaum bekleidet vor lauter vermummte Gestalten mit Messer in den Pfoten. Wow. Aber so sagt man, ich weiß auch, warum ihr diese Mundschützer tragt, damit ihr die Messer nicht ableckt. Wow. Und dann hat denen noch die gute Nachtgeschichte erzählt, die ich immer meinen Kindern erzähle. Ich jobbe ja als Babysitter. Ja, bei meinen Bewährungshelfer. Ich bin ja eigentlich Kfz-Schlosser, habe aber umgeschult auf Bestattungskaufmann, weil ich gerne schwarz trage war. Ja, ging leider leicht in die Hose. Gleich am ersten Tag kommt eine Frau rein und sagt, können Sie die Bestattung meines Jatten übernehmen? Wir waren erst 14 Tage verheiratet. Und da sage ich so, um mir zu trösten, war, sage ich so, naja, da hat er ja nicht lange leiden müssen. Ja, da war natürlich Schluss mit lustig, war. Aber mit dem Babysitten, also das klappt sehr gut, ja. Da hat ein Händchen für. Auch für schwierige Eltern. Ja, so Eltern haben ja alle die Pfanne heiß, wa? Die meinen ja, ihr Hoffnungsträger ist das schönste Geschöpf im gesamten Sonnensystem, wa? Auch wenn der Knödel echt scheiße aussieht. Und dann können sie den auch ja nicht vermitteln, wa? Ich meine, sie können ja nicht rinkommen und sagen, ist ja potthässlich, das kleine Monster. Nee, das müssen Sie ganz behutsam durchsickern lassen, wa? Wenn so die Mutter zum Beispiel mit Fotos kommt und sagt, wollen Sie mal Bilder sehen von unserem Kevin? Klar, geben Sie her. Sagen Sie mal, ist das richtig rum? Ja, Fingerspitzengefühl, wa? Und dann mache ich ja grundsätzlich Folgendes. Ich gewinne ja erstmal die Herzen der Kinder. Durch eine kleine Montessori-mäßige Darbietung, so aus dem Action-Bereich, wa? Was sie womöglich aus dem Fernsehen schon kennen. Und zwar mache ich da immer eine Nickbruch-Parodie. Wollen Sie mal sehen? Gut. Da brauchen Sie so einen handelsüblichen Plastikbecher, wa? Den packen Sie sich so unter die Jacke. So, jetzt passen Sie genau auf. Gut, wa? Da liege ich natürlich bei den Knödels ganz weit vorne, wa? Das muss ich meist 5-6 Mal wiederholen. Aber auch Füttern von Kleinstkindern kein Thema. Hat mir eingelesen in die Materie. Ich weiß also, man kann ein Kind alles geben, was man selber auch isst. Nur püriert. Gut, jetzt sieht Currywurst mit Pommes rot-weiß püriert ziemlich scheiße aus, wa? Schmeckt die Kinder aber astrein. Und was Jans Schau kommt, ist Fencheltee mit Rapa. Weil durch diesen Schnuller wirktet ja auch dreimal so schnell, wa? Also bei mir, das trinke ich ja. Ja, was haben Sie denn wieder gedacht?
nee, der Knödel kriegt ein Bier, ist doch klar. Na, und dann zum Schluss diese gute Nachtgeschichte, die ich auch in diesem OP erzählt habe. Wollen Sie mal hören? Gut. Also, ein Kind spielt an einem Teich mit einem Frosch. Nebenan angelt ein Mann. Sagt das Kind zu diesem Frosch, also mein kleiner grüner Freund, jetzt pass mal genau Obacht, wa? Jetzt wird der erstmal diese vier Beine abpunktieren, wa? Und dann wirkt der mit diesem Strohhalm so auf die dreifache Größe aufpusten. Gut, wa? Dann hört der Angler, wa? Legt die Angel weg, kommt rüber, reift sich den Kleinen, sagt, pass mal auf. Alles, was du mit diesem Frosch machst, mach ich mit dir auch, klar? Sagt das Kind, na, herzlichen Glückwunsch, mein lieber Frosch. Heute ist dein Glückstag. Ich werde dir jetzt am Arsch lecken.